Vergessen Sie einfach alles, was Sie bisher über die Wirklichkeit der Welt zu wissen glaubten. Namhafte Forscher sprechen nun von einem Paradigmenwechsel unseres Weltbildes. Ist meiner Ansicht nach bewiesen, dass man gar nicht stirbt. Wir und alle anderen Menschen erschaffen Engel, ja. Wir können auch Teufel erschaffen, wir können Wesen erschaffen und so. Wesen, die nicht körperlich unterwegs sind. Engelkonferenzen oder sowas, wo man sich dann überlegt, wie können wir hier eine bessere Welt schaffen und so weiter. Und dann gibt es diese Echsen und dann gibt es diese Grauen und dann gibt es die Burschen, die aussehen wie aus Star Wars und so weiter und so weiter. Sehen Sie, diese Filme sind nicht erfunden. Es finden Wahrnehmungen statt, sage ich mal 2 Minuten, 3 oder sogar noch mehr nach einem Herzstillstand, und das ist sehr erstaunlich. Das können wir eigentlich mit unserer heutigen Auffassung einer Hirnfunktion nicht erklären. Unser Bewusstsein ist eigentlich das unsichtbare feinstoffliche Feld, was an den Körper gebunden ist, und der Körper und das Gehirn sind nur Resonanzinstrumente zu diesem Feld. Es gibt unter diesen vielen, vielen verschiedenen Rassen, die uns hier besuchen, gibt es eine mit so kleinen Grauen in Zusammenarbeit mit Menschenähnlichen, die offensichtlich dieses Zuchtprogramm durchführen. Und ich habe, das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass Menschen, die ihren Körper verlassen, den physischen Körper, sehr schnell diesen gar nicht mehr wollen. Sie haben ja einen. Die dritte und die vierte Ebene, wo wir alle gehen, wenn wir verlassen diese physische Welt, sieht etwas aus wie unsere Welt. Jenseits des Greifbaren.